Blaubeeren passen ja bewiesenermaßen sehr gut zu Käsekuchen bzw. zu Cheesecake. Letzteres passt sehr gut auch zu French Toast. Und das wiederum kann man auch zu einem Auflauf machen, wenn man mal mehr Personen einlädt. Dann kombinieren wir einfach alles direkt. Chili, ich hole die Auflaufform. Sehr gut. Star. Hi und willkommen zu Yamtamtam. Der French Toast erlebt ja gerade so einen zweiten Frühling auf den sozialen Netzwerken und deswegen machen wir heute einen French Toast Auflauf mit Blaubeeren. Ja, geil. Auflaufform ist da, einbuttern. Yes, hier ist die Butter. Let's go. Butter mal ein. Während du da so fein butterst, hole ich schon mal ein Brettchen, denn wir haben hier schönes Weißbrot. Ihr könnt natürlich auch Toast nehmen, wenn ihr das daheim habt. Yes. Und das muss gewürfelt werden. Ich schneide hier einfach mal ein gutes Stück ab. Da muss ich immer... Jetzt bitte so in den Mund stecken. Du wirst lachen. Also wirklich, also ich mache keinen Spaß. Ich habe einen sehr guten Freund, den Daniel. Mhm. Und immer, wenn er zu Besuch ist und sich bei mir ein Brot dann schmiert, ich muss wirklich, also wirklich sehr viel mehr Brot kaufen in dieser Woche, die er da ist, weil wirklich seine Brotscheiben immer so aussehen. Ist dann wirklich so und das liegt auf dem Teller und ich bin jedes Mal so. Wie ist es denn bei euch? Habt ihr auch so dicke Brotscheiben? In den Kommentaren. Also meine Brotscheibe wäre eher im Verhältnis so. Ja? So. Das ist das Verhältnis. Wie ist das denn bei euch? Wo ordnet ihr euch denn ein? Seid ihr eher so Team Ranken oder Team Scheibe? So, jetzt habe ich das alles schön zerschnitten. Ich wollte das ja würfeln, ne? So, ich mache hier schon mal ein bisschen Platz auf dem Brettchen. Ab in die Auflaufform. Wunderschön. Schlagsahne und Puderzucker sind jetzt drin. Perfekt. Noch der Frischkäse. Frischkäse? Der Frischkäse. Der Frischkäse. Der Frischkäse mit rein. Der Frischkönig. Ja, das auch. Und dann haben wir das schön verrührt. Jawohl. Wir haben ja auch schon mal Sauerteigbrot gemacht. Das hat auch Bock gemacht. Also so ein frisches. Ja, ja, ja. Weißbrot, also potenziell immer Weißbrot würde ich vorziehen. Aber frisch ist halt auch einfach geiler. Ja, stimmt, das stimmt. Aber ich mag Weizen auf jeden Fall. Wie ist es bei dir so? Also ich bin mehr so die Vollkorn-Queen, ehrlich gesagt. Die Vollkorn-Queen. Die Vollkorn-Queen. Aber ich esse auch kein Weißbrot. So. Also wenn ich so richtig reinhauen will, dann eher Weißbrot. Mhm. Aber wenn es so schnell und healthy gehen muss, dann eher Vollkornbrot. Richtig dumm eigentlich, ne? Aber, nö, ist schon okay. Wie ist das bei euch? Schreibt es in die Kommentare. Apropos Weißbrot, man kann natürlich auch noch ein anderes French Toast machen. Zum Beispiel Toast Shibuya. Das haben wir auch schon mal gemacht. Findet ihr hier oben. So. Ich schmeiß ruhig den Mixer an. Mach uns deine cremige Soße. Ist ein bisschen doof. Schwarzes Shirt auf weiße Sahne, merkst du gerade. Ja. Das lernt man noch. Ich merke das gerade. Ich rette mal dein Shirt. Bitte rette mal. Danke. So, ab geht's. Halte das mal hier so ein bisschen. Vielen Dank. Sehr gerne. Teamwork. Ja, so ist das halt, da. Ich glaube, du kannst. Ich glaube, es wird nicht mehr, glaube ich. Ja, denkst du? Ich glaube, ja. Während du da weiter aufschlägst, schlag ich auch mal Eier auf. Denn zu French Toast gehören nämlich auch Eier. Ich reiche sie dir mal rüber. Jawohl. Und während ich da schlage, kannst du ruhig weiter rühren. Alright, wird wieder laut, ja? Ja, ja. Ich bin noch kurz busy. Das ist okay, ich kipp jetzt die restliche Sahne dazu. Da kommt jetzt Sahne rein. Was? Da kommt jetzt Sahne rein. Sehr gut, kann ich weitermachen? Ja, kannst du weitermachen. Hier kommt jetzt noch Zucker rein, außerdem Zimt und Vanillepaste. Wir tauschen einfach. Du brauchst das jetzt, ja? Genau. Und okay, dann geh ich mal hier. Oh, wir haben einen Partnerlook. Oh, ja, süß. I love it. Na gut, let's go. So, ich rühre hier mal so einfach mal durch. Das muss nur anverquirlt sein. Das reicht schon. Ich komme schon mal mit den Blaubeeren dazu. So, dann kannst du mir ja mithelfen. Ich gieße jetzt hier unsere Eimasse rein. Sei vorsichtig. Ja, ich versuche quasi an den Häufchen vorbei. Damit wie im Hagen Berlin quasi. Genau. Schön. So, dass sich halt das Brot schön tränkt, ne? Aber nicht alles steht. Der obligatorische, na, da geht noch einer. Ich bin ein krasser Hasser vor diesen Abreißdingern, ne? Das, wir sind einfach keine Freunde. Das habe ich schon bemerkt. Ja. In diversen anderen Videos. Das kommt schon noch. So, super. Der backt jetzt für 30 Minuten mit Folie und dann nochmal 20, 25 Minuten ohne Folie. Dann können wir ja jetzt aufräumen, oder eigentlich? Ja, und mit wir meinen wir du. Ich weiß nicht, ist das so ein Running Gag in diesem Haus? Ich weiß ja nicht. Jedes Mal gehen sie aber weg, wenn es Aufräumen heißt. Ja, ich glaube, es könnte einer werden. Ja, toll. Wow.
So, wir haben die Folie abgezogen. Es wird Zeit für unsere Blaubeersoße. Yes, dafür haben wir Stärke, Zucker und Water. Wo ist das Water? Ach, da drüben das ist Water. Das Wasserchen ist hier. Das Wasserchen ist da, na gut. So, wiegen wir einfach mal ab alles rein. Sehr schön. So, und dann Zucker. Yes. 4,50, ne? Ja, richtig. Ich weiß nicht, ja. Ja, Mathe. Das ist schon okay. Warst du gute Mathe in der Schule früher? Ah, verstehe. Ich aber auch nicht. Ich hatte einmal in meinem Leben 14 Punkte in Mathe in Kurvendiskussion. Und sonst, das ist okay, das fällt nicht auf. Ansonsten immer schlecht gewesen in Mathe. Same. Zurück zur Soße. Soße, Alter. Soße. Hier kommt jetzt noch ein bisschen Stärke rein und dann wird das einfach erhitzt. Was? Hast du Abitur gemacht? Ich habe Abitur gemacht, ja. Was waren deine Leistungskurse? Ich habe sowas nicht gehabt in Bayern. Ihr habt keine Leistungskurse gehabt? Nee, ich habe einfach meine Fächer gewählt, wo ich Abi machen möchte. Ja. Und das waren Religion und Kunst. Ich habe mir ganz einfach gemacht. Das ist wirklich einfach. Eigentlich mich war keine Sau mehr danach, was ich in meinem Abi hatte. Ne? Natürlich, das fragt eh niemand danach, aber also nur wenn du dann einmal, keine Ahnung, bei der Uni dich bewirbst oder halt, keine Ahnung, Betrieb. Aber das ist ja der Schnitt wichtig, nicht das Fach. Das ja, persönlich. Das können wir erstmal ein bisschen köcheln lassen, das dauert einen Moment. Wunderschön. So, das ist jetzt hier schön angedickt. Ja, für eine Blaubeersoße fehlen noch die Blaubeeren. Ja. Deswegen baller ich die mal jetzt einfach rein. Hau rein, Alter. Ich hau sie rein. Plam. Geil. So, sieht ein bisschen aus gerade wie Bastelkleber mit Blaubeeren. Oder dieser Presssack, weißt du? Das ist so. Blaubeerpresssack jetzt einfach. Du meinst, wie heißt denn das bei uns? Das ist nicht Aspik, aber na, diese gelierte Wurst halt, ne? Presssack. Nein? Ist das nicht Presssack? Nur in Bayern. Oh, verstehe. Wie heißt das denn bei euch? Naja, egal. So, wir lassen das Ganze jetzt hier köcheln, bis die Blaubeeren aufplatzen. Und dann sieht das Ganze nicht mehr aus wie Bastelkleber, sondern köstlich. Wunderschön. Ich hole mal kurz den Auflauf aus dem Ofen. Hol doch mal den Auflauf. Regel Nummer 1 in den Ofen. Oh, it's so pretty. Ich habe noch nie so gebackene Sahne gesehen letztendlich. Weißt du, ich meine, das ist ja, ne? Hast du noch nie Kuchen gegessen? Ja, aber das ist ja nicht so, oder? Man macht doch Sahne immer am Schluss drauf, oder? Bei Kuchen. Nein? Hm. Oh, du hast noch so viel zu lernen, das ja, freut aber mich. Hä, ein Käsekuchen? Okay, touché, hast recht. Naja, wir haben auf jeden Fall auf TikTok auch French Toast Bites gemacht. Können wir mal vorbeigucken. Ich fand die Oberleitung super gerade. Ja, das war auch sehr gut. Jetzt müssen wir das alles drauf verteilen. Ja, alles vielleicht es nicht. Es riecht so lecker und ich möchte es echt gerne probieren, deswegen. Ja, ja, machen wir. Ich versuche das jetzt so schön wie möglich zu machen. So ein bisschen kunstwerkmäßig, weißt du, so. Das Arsch. Ich glaube, das Minister ist nicht dafür Art. So, wir verteilen einfach so ein paar Schwapsis, wa? Also Schwapsis, auch süß. So, oder? Machen wir doch einfach. Ja, das hätte ich so auch gedacht. So ein bisschen egal. Der Rest ist eh zum Tunken. So, dann holen wir uns jetzt mal hier was von unserem Auflauf raus. Oh, guck mal. Mm. Schön. Machen wir uns noch einen Klecks Soße drauf, oder? Ja, yes, sehr gerne. Einfach so drüber sprechen. Ja. Das ist gerne. Ja, einfach mal so ein Klacksen drauf. Ist so ja ein Klacksen drauf? Ja, einfach so ein Klacksen drauf. So, so? Fein, ja, geil. Das riecht so gut. Blaubeere. Nimm mal einfach rein. Mhm. 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 Ich finde das wie so ein leichter Cheesecake, ne? So ein bisschen. Mhm. Das wollte ich auch gerade sagen. Es ist halt, wenn man Probleme damit hat, irgendwie zu backen, also ne, immer mal so, ah, geht was schief und man traut sich nicht so richtig, ist das, glaube ich, ein guter Einstieg, weil es kann eigentlich nichts schief gehen, aber es hat so dieselben Noten von einem Kuchen. Voll, mega. Mm. Und es ist sehr schön lecker. Ja, fluffig, schön leicht. Du musst auch einfach weiter essen, wenn du geredet hast, weil es so lecker. Das ist immer ein gutes Zeichen. Das stimmt. Mm. Hey, macht gerne einfach daheim nach und schreibt uns, wie es euch geschmeckt hat. Aber wenn ihr euch mehr traut, wie wäre es dann zum Beispiel mit einem Chocolate Cheesecake hier? Oder einem New York Cheesecake. Ich muss den jetzt einfach leider bringen, es tut mir leid. Das ist schon okay. Vergesst nicht zu abonnieren, wir sehen uns nächstes Mal. Bis dann, tschüss.